Das traditionelle Jagdhornspiel eröffnet den Tag für die Jägerinnen und Jäger. Jagdleiter ist der Peter Weigelt, zuständig für rund 25 Personen, die dabei sind. Es fehlen noch 5 Rehe, um die Jagdquote von diesem Jahr zu erfüllen. Keine einfache Aufgabe. Es hat Wild drin, es hat sogar erstaunlich viel Wild drin. Aber das Wild ist sehr gut an die Störungen angepasst. Das heisst, es ist sehr geschickt und es ist sehr schwierig zu bejagen in so einer Gewalt. Zumal man immer auch noch neben der Rehe halt auch sehr viel Freizeitpublikum drin hat. Die Jäger verteilen sich auf die verschiedenen Positionen im Wald. Die Jagd findet nur zweimal pro Jahr statt, im Winter und möglichst früh am Tag, weil dann am wenigsten Leute unterwegs sind. Die Waldwege werden zwar abgesperrt, aber den Wald komplett sperren sei fast nicht möglich. Wir müssen als Jäger und als Treiber sehr gut aufpassen, was im Wald passiert. Wir hoffen auch auf das Verständnis der Leute. Es gibt immer wenige, vor allem im Biker-Bereich, die natürlich den Weg fahren, den wir nicht kennen. Und wir sind überrascht, wenn jemand da von der, im Prinzip in die Jagd hineinfährt. Die Chance, dass während der Jagd Leute im Wald sind, ist hier also grösser. Bis jetzt ist zwar noch nie etwas passiert, aber der Peter Weigelt gibt trotzdem jedem einzelnen Jäger genaue Anweisungen. Links Bauernhof aufpassen. Jawohl. Rechts aussen ist Waldkindergarten. Die sind aber informiert, sie sollten nicht dort sein. Ja. Und dann aber tendenziell eher rechts. Beim Waldkindergarten ist am Samstag tatsächlich niemand. Eine Gefahr weniger also. Es ist eine Treibjagd, das heisst, die Jäger stehen im Wald, Hunde und Treiber laufen durch den Wald und scheuchen das Wild auf. Am Punkt 8:45 ist der Beat Hirs an seinem Platz bereit. Die Jagd geht los. Für den Beat Hirs heisst es jetzt vor allem warten und beobachten. Die Hunde kommen immer näher. Die sind wichtig, damit sich die Rehe überhaupt zeigen. Ohne die Hunde brechen wir die nicht zu den Büschen. Sie sind sich an die Leute gewöhnt, dann stehen sie einfach in der Tannenlinie. Weil es jeden Tag einen gewissen Lärm hat im Wald, lässt sich die Rehe nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Auch das mal nicht. Kein einziges Wildtier kommt hier vorbei. Andere Jäger haben mehr Glück. Das war jetzt ein klassischer Tipptopp-Schaltschuss. Am 10. Uhr wird die Jagd abgelassen. Die Jäger treffen sich wieder mit dem, was sie geschossen haben. So, wollen wir es heilen? Die Rehe kommen zu den Jagdhütten. Bei der Jagd als Gast dabei war auch der zuständige Regierungsrat. Er verteidigt die Jagd direkt am Stadtrand. Ja, in diesen Wäldern müssen wir natürlich schauen, dass der Tierbestand ausgeglichen bleibt, dass nicht einfach die Tiere zunehmen. Und es wäre eine grosse Gefahr, wenn man nicht jagen in diesen Wäldern, dass die Tiere massiv zunehmen. Und das wäre natürlich nicht richtig. Und warum wäre das gefährlich? Ja, das ist nicht gefährlich, weil die Natur würde einfach da nicht mehr regulieren. Wir hätten dann auch noch einmal Tiere in der Stadt und überall. Und ich glaube, man muss Wildtiere regulieren. Die Jagdgesellschaft hat darum eine Quote, wie viele Rehe sie in den Wäldern am Stadtrand pro Jahr jagen muss. Am Samstag schiessen die Jäger im Hagenbuchwald 2 Rehe. Ich bin sehr zufrieden, dass es ein guter, unfallfreier Trieb war. Alle haben sich diszipliniert verhalten. Und am Schluss 2 Tiere am Boden, das ist für uns in diesem Wald sicher ein Erfolg. Im Laufe des Tages kommen noch mal 3 Rehe dazu. Die Quote ist damit erfüllt und die Jagd für das Jahr abgeschlossen.